Im Alpha Sugar Cup haben wir nur lokale Leute gefördert, die halt so, wir haben gehabt so eine Alpha-Werkstatt, Ascher haben die geheißen, Hubert Ascher, der auch schon mit Klaus Reisch, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, das war auch dazu mal, der ist von Typo 33 bei Alpha Werksfahrer gewesen, der ist verunglückt, 71 in Imola. Jedenfalls, der hat auch schon die unterstützt, da war ich halt auch überall bei der Unterstützung dabei. Aber in Wirklichkeit waren die 81 Alpha Sug Cup, war wirklich ein Mechaniker, der bei uns gearbeitet hat, der mich immer unterstützt hat, der mit mir immer gearbeitet und ich haben die Autos als Auto aufgebaut und so sind wir zu den Rennen gefahren. Ja, und es war ja auch, es war richtig lustig, weil mein erstes Rennen, also die Stars so in der österreichischen Szene war dort, wie vorher erwähnt, Franz Albert, aber noch viel mehr, der Vater von Karl Wendlinger. Ah ja, genau, ja, der Wendlinger Kalli, der war halt so, und der war auch im Alpha Sud Cup, der war auch so in Österreich zusammen mit einem Wiener Meier so die Top, aber wir haben so irgendwie 10 Fahrer in Österreich oder 12 Fahrer gehabt in Österreich, die ganz gut im Alpha Sud unterwegs waren, und das war das erste Jahr der Alpha Sud Europameisterschaft. Mhm. Und ich habe mich dort angemeldet und habe das Auto gekauft, habe das Auto aufgebaut und war dann halt auch immer wieder in der Werkstatt von denen, vom Wendlinger und so. Und die haben auch einen Mechaniker gehabt, einen sehr guten Alpha-Sud-Mechaniker, der eben sehr gute Motoren gemacht hat, Sepp Sevignani, super Typ. Und den habe ich dann gebeten, ob er nicht für mich auch so ein Motor machen könnte, weil ich brauche ja ein Motor. Ja. Haben mich halt alle ein bisschen belächelt. Ja. Haben schon gewusst, dass ich mit den Dingen irgendwie schon zurechtkommen wäre, aber haben mich natürlich überhaupt nicht einschätzen können, wo ich mit dem Thema umgehe. Und dann haben die gesagt, ja, wir machen da auch ein Motor mit. Ja. Und dann ist es immer näher gekommen, das erste Rennen, und dann haben wir Motor eingebaut und ja, nächste Woche fahren wir nach Vallelunga, in Vallelunga war das erste Rennen, und dann war halt dann nochmal so ein bisschen ein Stammtisch, wo die Rennfahrer halt alle zusammengekommen sind, mit ihren Mechanikern zu besprechen, wann man halt wegfährt, fährt man miteinander, wie immer, und man fährt jetzt dann Alpha Sutros aus Österreich nach Vallelunga. Und dann habe ich mir erlaubt, weil die halt alle von den Reservemotoren auch geredet haben, habe ich irgendwann einmal die Hand aufgezählt gehabt und habe gesagt, Seppe, ich habe noch keinen Reservemotor. Machst du mir auch noch einen Reservemotor? Und dann haben sie alle gelacht und haben gesagt, ja, Gerhard, wir fahren nach Vallelunga, ist eine Europameisterschaftslauf, da sind 90 Autos am Start. Du fährst nach dem ersten Quali-Training, also da war Pre-Qualifying über 3 Tage. Jedes Jahr, immer Gruppen und so weiter. Du fährst nach dem ersten Tag ja wieder nach Hause, du brauchst keinen Reservemotor. habe ich gesagt, okay. Und habe mich halt dann irgendwann nochmal damit abgefunden, dass ich halt da ohne Reservemotor und die anderen alle anhaben. Und dann ist das unten losgegangen, jedenfalls um die Sache abzukürzen, nach dem finalen Qualifying war ich zweitschnellster für die 90 und alle anderen Österreicher sind aber nach Hause gefahren. Und ich bin dann nur rübergegangen und gesagt, könnt ihr mir einmal einen Reservemotor rüberschieben, weil ich brauche halt noch einen.